Ja, hey Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Forest Adventure. Ja, heute bin ich mal wieder im Bushcraft Camp. Das Bushcraft Camp ist da oben. Da laufe ich jetzt gleich noch hoch. Ich mache hier halt jetzt mal die Anmoderation. Ja, weil ich einfach Lust drauf hatte. Und ja, heute mache ich eine kleine Bushcraft Tour. Das Ganze wird ein bisschen anders geschnitten sein, andere Musik. Ja, weil ich es einfach mal ausprobieren will. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja Leute, heute wird es ein bisschen anderer Tag werden. Ich hoffe, ihr hört mich wegen dem Flugzeug da oben mit. Heute wird es ein bisschen kürzer, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Tim ist heute auf dem Geburtstag von seinem Opa. Und ja, die Sonne scheint heute richtig schön. Ja Leute, jetzt bin ich auch oben angekommen. Ja, letzte Woche waren wir hier und haben das Bushcraft Battle gedreht. Es ist noch alles so wie es war. Wir haben hier ein bisschen was umgeändert, aber das seht ihr gleich. Ja, und zwar haben wir hier dieses Shelter. Der stand vorher hier so schräg drin. Also ich zeige es mal von weiter weg. So, dieses Shelter stand vorher hier so. Ich blende euch jetzt vielleicht mal ein Bild ein. Jetzt haben wir es halt so gestellt, wie es jetzt hier so steht, dass wir halt hier einmal so hier rumgehen. Wir machen hier vielleicht noch eine Mauer oder nochmal hier das Shelter größer. So, dann hier. Dann kommt da noch eine Mauer hin, dass wir einmal so rundherum alles haben. Hier kommt dann der Eingang hin. Und ja, dann wird es bestimmt mega nice. Ja. Hier liegt noch das ganze Zeug, was hier auf dem Shelter drauf lag, als Isolation. Also als, ja, als Isolationsschicht oder halt Schutz vor Regen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es nennen soll. Das liegt hier auf jeden Fall alles noch. Ja, heute werde ich vielleicht mir mal überlegen, was hier hinkommt. Also wie wir dazu machen. Da. Und vielleicht werde ich hier die Mauer machen. Ich habe jetzt nicht so lange Zeit. Vielleicht bin ich so 2 Stunden da. Ja, genau. Ich räume hier erstmal ein bisschen auf. Und dann lege ich los. So, jetzt werde ich mir mal ein Feuer machen. Dazu suche ich mir jetzt erstmal meine Materialien. So, ich mache mein Feuer mittlerweile immer so, dass ich mir hier so ein kleines Fundament baue. Kohle ein bisschen auf die Seite. So, dann habe ich hier jetzt, wo sind meine Birkenrinden? Genau, hier habe ich so einen Anzünder von zu Hause mitgebracht. Habe halt hier noch Birkenrinde. Und dann nehme ich meinen Zünder, in dem Fall jetzt kurz die Birkenrinde und diesen Anzünder. Hier unten rein. Noch ein bisschen mehr Birkenrinde. Und dann kann ich hier oben drüber schön meinen Zunder machen eigentlich. So, dann zieht es schön Luft und der Zunder hat ein bisschen Platz und drückt nicht so, verdrückt das Feuer nicht so. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Art Feuer zu machen. So mache ich es halt immer. Kann ich nur empfehlen. Ja, das Feuer ist jetzt schon ganz gut fortgeschritten. Hier sieht man es. Ja.
Ich habe jetzt gerade hier noch den Stein hier als so einen kleinen Tisch gemacht. Innen drin habe jetzt ein bisschen alles aufgeräumt, da noch ein paar kleine Holzvorräte geholt und ja, jetzt schaue ich mal, was ich mache. Ich denke, ich werde mal hier mit der Wand anfangen, da, und ja, genau. So, ich habe jetzt mal ungefähr die Hälfte der Wand gebaut. Oder mehr als die Hälfte schon. Ja. Ich glaube, das wird mega hier, wenn es so schön zu ist. Ich zeige es mal von hier. Ja. Muss ich es nur noch auf die gleiche Höhe bringen wie die anderen Wände auch. Und dann passt alles. Ja, dann wird es hier richtig nice. Schön kuschelig warm. Ja. Ja Leute, ich denke, ich werde jetzt auch nicht mehr so allzu lang da bleiben. Die Sonne geht auch schon wieder langsam unter. Ich denke, ich werde euch am Ende dieses Videos noch die Outtakes vom Bushcraft Battle zeigen. Für mich wird es jetzt auch Zeit zu gehen. Das Feuer brennt noch ein wenig. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass es nicht mehr brennt. Also dass es halt nicht mehr, dass es halt keine Gefahr mehr gibt, dass irgendwas noch anbrennt. Obwohl es hier sowieso nicht gibt. Ich habe jetzt hier alles noch ein bisschen schön gemacht, die ganzen Blätter rausgefegt. Mit so Ast hier und ja, jetzt packe ich meine Sachen zusammen und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, bis zum nächsten Mal, haut rein!